Ja, natürlich ist es weiterhin unser ganz, ganz großes Ziel, absoluten Weltklasse-Fußball hier in München zu zeigen. Immer auch in der Kombination mit unseren jüngeren Spielern, mit Spielern, die wir selbst auch entwickelt haben. Ja, beim FC Bayern ist natürlich... muss der Erfolg immer sehr, sehr schnell kommen. Ich glaube, auch das ist kein großes Geheimnis, aber wir sind voll davon überzeugt, dass wir mit Julian Nagelsmann da genau den richtigen Trainer haben. Ich habe ja mal das Wort gefräßig auch geprägt. Das heißt, der FC Bayern ist sehr gefräßig, was seine Titelambitionen anbelangt. Und Julian ist ein junger Trainer, er ist ein enorm ehrgeiziger Trainer. Und wir erwarten von ihm auch, dass er... Und das hat er ja auch in der Vergangenheit gezeigt, dass er auch das kann, dass er immer wieder jüngere Spieler entwickelt, dass er auch mal Spieler nach vorne bringt, die wir vielleicht so gar nicht auf dem Schirm gehabt haben. Und das sind alles wichtige Qualitäten, die er einbringt, die er mitbringt. Und deswegen sind wir alle voll davon überzeugt, dass wir mit ihm wirklich eine neue Ära des FC Bayern München angehen können. Also ich glaube, wir haben jetzt schon das ein oder andere Mal über den Kader gesprochen und wir sind total überzeugt von diesem Kader. Es sind ja jetzt auch viele Spieler oder einige Spieler auch wieder zurückgekommen, ob das Ziyech ist, ob das Richards ist, auch von Hoffenheim Spieler, die wir ausgeliehen haben. Und auch da habe ich in der Vergangenheit schon erlebt, dass auch solche Spieler dann Entwicklungen genommen haben, mit denen man so gar nicht gerechnet hat. Und hier ist es natürlich auch immer wieder oder erwarten wir ja auch von Julian Nagelsmann, dass es ihm gelingt, auch diese Spieler eben weiterzuentwickeln, auch aufs nächste Niveau zu bringen. Und wir haben ja mehrfach schon gesagt, dass wir früh in dieser Saison unsere Hausaufgaben auch gemacht haben mit der Verpflichtung von Upamecano. Und damit ist unser Kader im Moment, würde ich mal sagen, sehr, sehr gut aufgestellt. Ja, natürlich sind wir gerade mit den ja von Ihnen genannten Spielern in den Gesprächen, ob das Leon Goretzka ist oder ob es Coman ist. Wir sind in sehr, sehr guten Gesprächen mit beiden Spielern und ich bin sehr, sehr optimistisch, denn wir als FC Bayern München, wir haben ein großartiges Paket ja auch unseren Spielern anzubieten, was Meisterschaften anbelangt, was auch die Teilnahme in der Champions League anbelangt. Sie haben immer die Chance, bei uns große Titel zu gewinnen. Und sie haben immer die Chance, eine Ära mitzuprägen. Und ich glaube, das sind ja alles Dinge, die für Spieler wichtig sind.